Nein, es sagt in einer Souveränität, in einem Freimut innerlich. Was ist das für eine unendliche Liebe, die unser Erlöser hat, die wir anschauen dürfen und auch für uns in dieser Zeit, in dieser Notzeit des Coronavirus. Alle haben Angst, durch dieses Nadelöhr zu gehen. Wir bräuchten eigentlich diese Freiheit. Es muss sich doch alles vollziehen, was in der Schrift steht, was in der Apokalypse steht, was von den Endzeitreden steht. Jetzt kommt der Schrecken. Warum kommt der Schrecken? Warum kommt bei vielen so ein Schrecken und eine Angst und eine Panik? Ich glaube, es ist dadurch letztlich da, weil sie nicht nach den Geboten Gottes gelebt haben und nach dem Zeugnis Jesu Christi. Dann hast du Angst. Wenn du aber die Schrift kennst, wenn du die Apokalypse kennst, da können wir sagen, es muss sich ja alles erfüllen, weil Gott es uns doch allen gezeigt hat, was geschehen wird und wie der Mensch wieder umkehrt. Und vor allen Dingen, dass wir nicht in der Angst und Panik vergehen, sondern dass wir wissen, am Ende wird Jesus siegen. Das ist der Unterschied zwischen den Christen und den Nichtchristen. Die anderen, Panik, sie schauen dich an, auf der Straße, haben schon Angst, irgendwie etwas. Es ist alles unter diesem Schockzustand und diesem Starrzustand. Und dabei können wir doch ganz ruhig sein. Wir wissen es doch. Aber das ist das Problem. Und das ist die Krise eigentlich in der Kirche. Wir glauben es doch gar nicht mehr. Glauben wir noch dem Wort, was da drin steht, in allen Texten, in den Abschiedsreden, in den Endzeitreden Jesu, in der Apokalypse, glauben wir noch daran? Gehen wir in dieses Trostbuch der Apokalypse, nicht um Angst zu machen, sondern es heißt, es ist ein Trostbuch. Es tröstet uns, weil wir wissen, wie es ausgeht. Und in dieser Ruhe geht Jesus durchs ganze Leid und Kreuz hindurch. Souverän. Und er will uns auch lehren, dass wir da durchgehen. Das brauchen wir in der heutigen Zeit, dass wir nicht mit Angst und Panik behaftet sind, sondern diesen Frieden, diese innere Ruhe haben. Es muss halt alles so geschehen. Gott weiß es. Die 10 Gebote, dass jeder umkehrt und die Sünden bereut. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Da wird die Pandemie der Sünde hinweggerafft und dann wird Gott auch alle Krankheiten und alle Leiden und alle Nöten und alles, was wir haben, hinwegnehmen. Das Erste ist, dass wir jetzt zu unserem Erlöser gehen, der die Sünden der Welt hinwegträgt und hinwegnimmt. Und alles wegnimmt, was uns niederdrückt und die Krankheiten, die Pandemien und alles Mögliche beschert hat. Das ist das Entscheidende. Und da können wir ganz ruhig hineingehen und all das unserem Erlöser geben. Und ruhig bleiben und besonnen bleiben, nüchtern und wachsam sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen, aber diese Freude haben, weiterzugehen. Es muss alles geschehen, was in der Schrift steht. Musste das nicht geschehen, damit der Menschensohn so in seine Herrlichkeit eingeht. Und das könnte man auch sagen, das muss für die ganze Kirche geschehen. Was jetzt geschieht und was noch vielleicht mehr geschehen wird, musste das nicht alles geschehen, dass alle in die Herrlichkeit Gottes kommen und dass das, was in der Schrift steht, sich erfüllen muss. Und da kannst du ruhig bleiben. Dann hast du einen Frieden im Herz, kommst nicht in eine Panik. Ich glaube, deswegen, das braucht eigentlich die Gesellschaft, die vor Panik vergeht. Vor dem Virus der Panik vergeht, das noch schlimmer ist wie der Coronavirus. Was braucht sie? Was ist das Gegenmittel? Was ist die Arznei? Was ist die Arznei? Und das Medikament? Der Glaube an das Wort Gottes. Der Glaube der Kirche im Katechismus.
an dem sie sich festhalten und dann nicht mehr vor Angst vergehen. Es ist vielleicht der größte Virus, der Unglaube. Die anderen haben Schrecken, wenn diese Dinge geschehen, und die anderen erheben das Haupt, denn unsere Erlösung ist nahe. Wir wissen, das ist der Unterschied. Und so geht auch Jesus hinein und wir folgen alle Jesus nach und sollen genau das tun. Da können wir ruhig bleiben und im Frieden sein, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Diese Kraft sehen wir, diese Ruhe, dieser Frieden, diese Souveränität, wie Jesus in dieses Leiden hineingeht, wie wir jetzt auch vielleicht hineingehen, dass wir ruhig bleiben und es wird alles so geschehen, wie Gott es will. Denn die Schrift muss sich erfüllen. Amen.